Freunde, ihr habt den Titel schon gesehen. Ich esse heute einen Tag wie Conor McGregor. Wie kam ich auf diese Idee? Ich habe euch das auf Instagram gefragt, dass ich mich mal ernähren möchte wie jemand anderer, sprich wie ein Profisportler, wie eine bekannte Person etc. Und sofort hat mir jemand von euch gesagt, ernähre dich mal einen Tag wie Conor McGregor. Vielleicht sind auch Zuschauer, die ihn nicht kennen, kann ja sein, weibliche Zuschauer etc. Conor McGregor, der MMA-Fighter und sicher ja einer der bekanntesten Sportler der Welt, definitiv. Gesagt, getan, ich habe jetzt im Internet recherchiert, es gibt viele Artikel über seine Ernährung, die sind nicht exakt gleich alle, ja, aber sie sind schon sehr ähnlich, wie auch ein Bier oder ein Whisky, wie er oft trinkt. Aber natürlich auch Dinge wie Avocado, wie ein schönes Steak. Da werde ich mich heute schön wie Conor McGregor ernähren. Kurz zu ihm, er ist für mich eine große Inspiration. Ich ziehe mir eigentlich wenig Personen im Internet rein, aber von ihm habe ich mir echt schon viele Videos angesehen. Einfach wegen seinem kranken Mindset, Leute. Das ist echt unfassbar. Es gibt alte Videos von ihm, wo er wirklich ganz, ganz unten war und schon damals gesagt hat, ich werde die Nummer 1 werden. I'm the fucking future. Das hat er geschafft, Leute. Er war der erste Fighter, der in zwei Gewichtsklassen gleichzeitig Champion war in der UFC. Und diese Sache sagt er immer wieder, dass wenn du sagst, öffentlich sagst, du wirst das schaffen und es dann wirklich erreichst, so wie das wirklich bei ihm war, ja, dann ist das für ihn einfach das unglaubliche Gefühl. Conor McGregor hat ja auch ein Trainingsprogramm. Ich glaube, McGregor Fast heißt das. Das bedeutet, er ist da auch in diesem Business tätig. Ja, er hat ja auch einen Whisky etc. Ich werde am Ende alles ausrechnen, wie viel Kalorien seine Ernährung hat, welche Makros, sprich Kohlenhydrate, Proteine, Fette und werde auch meine Meinung dazu sagen, auch bezüglich Gemüse, Mikronährstoffe etc. Das werden wir uns dann am Ende gemeinsam ansehen. Und Leute, wenn ihr mich jetzt schon supporten wollt und auch Bock auf weitere solche Videos habt, gebt dem Video ein Gefällt mir und schreibt auch in die Kommentare, wenn euch dieses Format gefällt, wie ich mich vielleicht als nächstes ernähren soll, wie The Rock, wie ein Fußballspieler. Ich freue mich über jeden Support von euch. Wir starten mit der Ernährung von McGregor und ich würde sagen, let's go. Who is your favorite MMA fighter? Jose Aldo. Who is that? Brazilian fighter. Ah, Brazilian. All the best are Brazilian, babe. Das erste, was er macht, ist mal ein ordentliches Glas Wasser trinken und nichts essen. Das ist, denke ich, logisch. Ich empfehle das auch immer, Leute, jeden Tag, wenn man aufsteht, einen halben Liter Wasser trinken. Der Grund ist einfach, weil wir in der Nacht absolut dehydrieren. Das bedeutet, wir haben ja über 6 bis 8 Stunden, je nachdem, wie lange man schläft, nichts zu trinken. Das bedeutet auch an euch, das erste, was ihr in der Früh macht, ich putze immer meine Zähne und dann exe ich mal einen halben Liter Wasser. Das ist jetzt ein bisschen weniger, aber ich trinke meistens so 1,5 Gläser, damit ihr eurem Körper mal ordentlich Flüssigkeit zufügt. So startet der Tag und jetzt machen wir Frühstück und das wird richtig, richtig geil. Sein Frühstück, 2 Scheiben Vollkorntoast, 2 Eier, eine Avocado und ein paar Tomaten. Bisschen pfeffern, salzen. Das ist sein Frühstück mit einer Tasse Kaffee. Er meint, er trinkt immer zum Frühstück Kaffee, einfach nur schwarz, so wie ich auch, wie die meisten von euch, denke ich auch. Einfach ohne Milch und Zucker. Was sage ich dazu? Ich finde das eigentlich sehr gut. Leute, wir haben durch den Vollkorntoast einfach Carbs. Ihr müsst nicht einen Vollkorntoast nehmen, also es ist relativ egal, ob ihr einfach einen ganz normalen weißen Toast nimmt oder einen Vollkorntoast, weil der Vollkornanteil einfach nur ein bisschen höher ist, genauso bei Nudeln, Leute. Ob ihr jetzt Vollkornpasta nimmt oder ganz normale, ist fast
komplett egal. Dann bezüglich Fett, er hat natürlich sehr viel Fett in diesem Frühstück, aber die Fette sind gesunde Fette und ich sage euch auch immer, wenn ihr wenig Fett zu euch nehmt, Leute, achtet wirklich auf Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Das ist sehr wichtig, das sind essentielle Fette, die einfach überlebensnotwendig sind. Das bedeutet, wenn ihr Fett esst, Leute, Olivenöl, Avocado, Walnüsse etc. und nur ein kleiner Teil der Fette, den würde ich dann mit auch gerne Blödsinn füllen. Also man muss nicht nur gute Fette essen, aber der Großteil sollte es definitiv sein. Bisschen Gemüse durch die Tomaten, Mikronährstoffe natürlich auch sehr gut und Eier. Und Eier haben alle Vitamine außer Vitamin C. Es gab früher ein paar Mythen, dass irgendwie der Cholesterinspiegel erhöht wird etc. Das ist schwachsinnig, Leute. Das wurde einfach alles widerlegt. Und ihr könnt definitiv Eier zu euch nehmen, wenn ihr diese Produkte auch essen wollt, bezüglich tierische Produkte, vegan etc. Noch was zu dem Frühstück. McGregor isst auch oft Räucherlachs dazu, stand im Internet. Würde ich auf keinen Fall machen, wenn ich auf meine Ernährung achten möchte, weil man hat da jetzt schon einiges an Fett und mit Räucherlachs, Leute, schießt das Fett nochmal extrem in die Höhe und dann habe ich einfach am restlichen Tag zu viel Fett, was aber unnötig wäre, weil diese Fette würde ich lieber mit Kohlenhydraten füllen, weil Kohlenhydrate der Energielieferant Nummer 1 ist und man Fett definitiv braucht, ja, aber es ist viel besser, nicht zu viel Fett zu essen, sondern diese Kalorien dann mit Carbs zu füllen, um einfach noch mehr Kraft im Training und beim Sport und, zu haben und noch einfach bessere Leistung zu erzielen. Das bedeutet, mehr Fett als das hier würde ich auf keinen Fall beim Frühstück einbauen. Mahlzeit. Mhm, richtig, richtig geil. Das Meal, Leute, hat 632 Kalorien, 24 Gramm Protein, 30 Gramm Carbs und 39 Gramm Fett. So, meine Meinung jetzt dazu, also erstens, Leute, ich stelle mich da jetzt nicht hin und sag das, als wäre das jetzt irgendein Blödsinn, was er da macht. Er hat sicher Leute, die sich da top auskennen, ja. Aber meine Meinung dazu wäre, dass ich die Makroverteilung nicht so gut finde. Ich finde es mit fast 40 Gramm Fett definitiv zu viel Fett. Ich würde da Fette sparen, ja, und die Kalorien lieber in Kohlenhydrate füllen, weil Kohlenhydrate, wie gesagt, der Energielieferant Nummer 1 ist und einfach absolut ausschlaggebend, Leute, für die Kraft, für die Energie ist. Also weniger Fett, Leute, dafür mehr Carbs und Protein finde ich eigentlich top, weil hier geht es ja jetzt nicht um Hypertrophie, sprich ein McGregor muss nicht Muskeln aufbauen, sondern einfach Kraft haben und auch keine Muskulatur verlieren und da sind einfach 25 Gramm Protein absolut top. Wenn man jetzt eine Diät macht zum Beispiel, dann würde ich auf jeden Fall noch mehr Protein einbauen, als es hier jetzt der Fall war. Das ist meine Meinung zum Frühstück und wir sehen uns gleich beim nächsten Snack. Let's go. Sein nächster Snack ist griechisches Joghurt. Hier gibt es natürlich auch fettiges. Ich habe jetzt einfach die 0% Fettstufe genommen, was ich aber auch selbst oft esse, weil es einfach wirklich sehr nice ist, Leute. 100 Gramm haben 8,4 Gramm Protein. Das Ganze hat 0 Gramm Fett und 5 Gramm Carbs. Das bedeutet, eine so eine Dose, das sind 200 Gramm, haben 17 Gramm Eiweiß, was schon definitiv nice ist. Und esst es immer mit Nüssen. Ich würde euch empfehlen Walnüsse. Also ich esse sehr gern griechisches Joghurt, Leute, mit Walnüsse und auch Honig. Er gibt keinen Honig darüber, würde ich euch aber auf jeden Fall empfehlen. Einfach einen Schuss Honig, richtig, richtig gut. Richtig nicer Snack. Und er macht's ohne Honig, ich mach's mit Honig. Dieser Snack, das ist ja kein Meal, sondern das stand bei seinem Ernährungsplan auch als Snack, hat 212 Kalorien, 19 Gramm Protein, 11 Gramm Carbs und 10 Gramm Fett. Kann man nicht viel falsch machen. Nüsse, sehr gesund. Wie gesagt, wieder darauf achten, Omega-3, Omega-6 Fettsäuren zu euch zu nehmen. Es ist eine nice Proteinquelle. Er ist halt nach diesem Snack jetzt schon auf sehr viel Fett. Bin ich gespannt, was das dann am Ende auch wirklich ist. Aber ihr auf jeden Fall gönnen. Ich überlege gerade, in welchem Kochbuch wir auch so ein Rezept haben. Oh shit. Leute, ich sehe gerade Protein French Toast. Den muss ich definitiv mal wieder machen. Griechisches Joghurt mit Knusper-Topping und das Ganze mit Erythrit haben wir gemacht und gemahlenen Mandeln. Das gibt es auch als Snack in Muscle Kitchen, muss ich auch mal wieder essen. Also wir haben da auch schnelle Snacks drin, ja, nicht nur aufwendige Rezepte, sondern auch wirklich viele schnelle Sachen, dass es einfach ein Top-Mix ist. Freunde, wir sehen uns
beim nächsten Snack bzw. bei der nächsten Mahlzeit. Es gibt Lunch und zwar machen wir Steak. Das ist jetzt ein ganz normales Steak aus Österreich. Angeblich ist der immer Steak und Salat zum Lunch. Deswegen gönnen wir uns das jetzt. Wer liebt nicht ein Steak, Freunde? Das bedeutet, ich habe richtig Bock drauf. Let's go. Während das Steak brät, machen wir jetzt den Salat. Und zwar ist er das auch immer mit Balsamico und Olivenöl, soweit ich im Internet gelesen habe. Ich habe auch irgendwas gelesen, er haut manchmal gerne Schokoladensauce über den Salat, was ich sehr komisch finde. Aber mal sehen, Leute, ich mache das Ganze einfach immer mit so einem Esslöffel Balsamico meistens und zwei Teelöffel Olivenöl. Denn ein Teelöffel hat 5 Gramm, das bedeutet 10 Gramm Öl und das ist auf jeden Fall top, weil wenn ihr das wirklich drüber lädt, habt ihr wieder viel zu viel Fett, was ja auch Kalorien sind, selbst wenn sie gesund sind, es ist Kalorien und deswegen würde ich das immer euch so empfehlen. Bisschen Salz, Pfeffer. Ich habe schon wieder das Besteck vergessen. Nächstes Meal sind somit ein Steak. Das hat, glaube ich, 270 Gramm, muss ich jetzt nochmal drauf schauen. Einfach mit grünem Salat und bisschen Olivenöl, Balsamico-Essig. Bei einem guten Steak, Leute, ich esse nie Steak in der Pfanne. Wenn ich Steak esse und ich esse mit meinem Vater oft sehr, sehr, sehr gutes Steak. Aber das machen wir dann auf einem geilen Grill und machen das wirklich optimal in der Pfanne. Ja, ich esse, wie gesagt, nie Steak aus der Pfanne. Aber bei einem richtig guten Steak brauche ich auch nur dazu Salz, Pfeffer und that's it, wenn es ein wirklich gutes Filet ist. Kurz zu dem Salat. Mir fehlt hier einfach das Gemüse, weil Salat, Leute, das ist nichts. Also grüner Salat, Leute, hat keine Vitamine. Das bedeutet, ich würde auf jeden Fall, wenn ihr einen Salat esst, einfach was reinschneiden, Paprika, Tomaten etc., dann hat das Ganze schon mal wieder richtig ordentlich Mikronährstoffe und ist somit wirklich top. Aber ansonsten, nicer Lunch auf jeden Fall. So ein Steak gönnt man sich ja schon gerne. Schön medium. Auch wenn das jetzt sein Meal war, ich werde darüber jetzt eine leckere Soße geben und zwar hat die Bruna gemacht eine Champignons-Sahne-Soße sozusagen mit Rahmacrimfin. Das Ganze hat nur 7% Fett. Die haue ich mir jetzt drüber. An alle, die mich noch nicht lange verfolgen, das nehme ich immer zum Kochen für Soßen. Das Ganze hat nur 7% Fett, Leute, und ihr könnt damit wirklich nice Soßen machen. Egal, ob es eine Pasta Carbonara ist in Low Fat, egal, ob es für Fleisch ist. Also ich mache damit gerne Hähnchencurry, aber auch etwas mit Champignons. Oder für alle Österreicher, ein gutes Geschnetzeltes. Und hier hat die Bruna jetzt gemacht, Rahmacrimfin mit Champignons, Zwiebel, Koriander. Und das wird das Ganze jetzt nochmal um einiges besser machen. Petersilie natürlich, nicht Koriander. Sein Lunch, Leute, Steak mit Salat hatte 362 Kalorien, 23 Gramm Fett, natürlich auch wegen dem Salat, da waren 10 Gramm Olivenöl drin und beim Steak haben wir natürlich auch Öl zum Braten genommen. 2 Gramm Carbs nur, es gab keine Carbs und 46 Gramm Protein. Rinderfilet hat natürlich auch ein bisschen mehr Eiweiß als Hähnchen, meistens kommt darauf an, wie viel Fett dabei ist, aber bei einem Filet meistens schon. Und das war sein Lunch, nur Protein, ein bisschen Fett, nice eigentlich an dieser Stelle. Übrigens, ich bin jetzt gerade am neuen Esstisch, wir haben den gerade bekommen, falls ihr euch wundert, wieso da jetzt ein anderer Tisch steht. Aber Leute, ich habe endlich meinen Esstisch, wir richten auch gerade meine Wohnung an. Und yo, bevor wir jetzt zum Pre-Workout-Snack von Conor McGregor kommen, den ich nicht so nice finde, ganz kurz zu unserer Osteraktion, Leute, weil sehr viele von euch mir geschrieben haben, wann es mal wieder eine Riesenaktion bei uns gibt. Und zwar haben wir jetzt zu Ostern eine Woche dieselbe Aktion wie damals zu Black Friday. Das bedeutet, es gab es erst einmal, dass wir bis zu minus 50% Rabatt hatten. Jetzt haben wir das Ganze wieder. An alle, die gewartet haben etc., Leute, nutzt die Chance, egal ob auf Kochbücher, auf die Bundles, auf die Programme und natürlich
natürlich auch bei dem großen XXL-Paket, wo ihr alle Kochbücher und alle Programme habt, sprich alles, wo ihr die nächsten 5 Jahre damit arbeiten könnt. Da haben wir minus 50%. Das würde ich auf jeden Fall nutzen, wenn ihr daran Interesse habt. Sowas gibt es wahrscheinlich erst wieder Ende des Jahres, wenn überhaupt. Und ja, Leute, kommt ins Team. Wir sind mittlerweile über 21.000 Menschen. Das haben wir gestern geknackt, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Die alle gemeinsam durchziehen, alle gemeinsam Gas geben, alle mit denselben Programmen arbeiten. Es ist Wahnsinn, was weiterhin abgeht in der Army, was für Erfolge ihr habt. Nicht nur Fitnessleute, sondern auch Mindset etc. Und ich freue mich über jeden, der hier noch dazukommt. Leute, ihr könnt, wie gesagt, ihr seid für immer im Team. Ihr könnt Jahre damit arbeiten und seid einfach hier für immer dabei. Und ich würde mich sehr freuen, Leute. Der Link dazu ist in der Infobox. Nutzt das und wir ziehen gemeinsam durch. So viel dazu. Jetzt geht's zum Pre-Workout-Snack von Conor McGregor. Let's go. Laut dem Internet, Leute, ist ein Pre-Workout-Snack ein Glas Milch und Früchte. Ich habe jetzt einfach eine Banane. Kann man auch mal machen. Es ist lange her, dass ich einfach so ein Glas Milch trinke. Aber Prost. Dieser Pre-Workout-Snack hat 1 Gramm Fett, 36 Gramm Carbs und 10 Gramm Protein. Leute, zu diesem Snack, ich würde niemals vorm Sport ein Glas Milch trinken. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt doch einfach im Magen, vor allem wenn ihr fettige Milch habt. Es ist jetzt gar nichts falsch dran, aber ich würde vor dem Sport eigentlich, wenn, ja, wenn man da Protein zu sich nimmt, wenn man zum Beispiel nüchtern trainieren geht, ist sehr gut, einfach nur schnelle Proteine zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel 25 Gramm Whey Protein, einfach als Muskelschutz, ja, dass der Körper nicht muskeleigenes Eiweiß angreift, sondern ihr ihm eine Proteinquelle gibt, wenn ihr nüchtern trainiert. Und sonst würde ich einfach vielleicht schnelle Carbs zu mir nehmen, wie Früchte etc. oder 2 Stunden vor dem Sport eine richtig top Mahlzeit zu euch nehmen, egal was. Ja, gute Carbs, gute Fette, gutes Protein. Das würde ich euch empfehlen. Oder eben direkt vom Sport irgendwie schnelle Carbs wie Obst, was nicht lange im Magen liegt, und schnell verfügbares Protein, wie zum Beispiel Whey Protein oder EAAs. Aber gut, so viel dazu. Jetzt hat er Training und danach gibt es den Post-Workout-Snack. Laut den Artikeln im Internet isst Conor McGregor nach dem Training, was ich sehr gut fand, einerseits Carbs, Leute, in Form von Oats, sprich einfach Haferflocken oder Süßkartoffeln oder normale Kartoffeln etc. Ich habe jetzt hier einfach Haferflocken, Leute, ich nehme immer zarte, also würde ich euch auch empfehlen, immer zarte Haferflocken zu nehmen, und hier habe ich Blaubeeren, sprich Heidelbeeren in Österreich. Das ist sicher eine Top-Kohlenhydratquelle, ja, weil das sind einfach komplexe Kohlenhydrate, die euch auch über einen längeren Zeitraum Energie geben. Und ja, über Früchte braucht man nicht sprechen, Leute. Blaubeeren sicher extrem gesund, viele Mikronährstoffe, auch nicht viele, nicht so viel Fruchtzucker wie zum Beispiel eine Banane, ja. Also auch in der Diät, ich empfehle immer Beeren zu essen als Obstquelle, weil ihr sollt 250 Gramm Obst am Tag essen, auch in einer Diät, und 500 Gramm Gemüse. Und eine Banane hat natürlich auch viel Fruchtzucker, viel Kalorien, deswegen in einer Diät auf jeden Fall Beeren. Das ist der, eine Kohlenhydratquelle und einen Proteinshake. Ich habe hier jetzt einfach 30 Gramm Whey. Hier habe ich einen Erdbeer-Whey von Biotech. Ich finde, das schmeckt eigentlich recht nice. Normal mag ich nie Fruchtsorten, sondern bin eigentlich immer Schokolade oder Vanille, weil ich das einfach oft trinken will. Prost. Das Post-Workout-Meal hat 7 Gramm Fett, Haferflocken übrigens haben 7 Gramm Fett pro 100 Gramm. Ich habe jetzt 70 Gramm genommen, weil das einfach eine normale Portion ist sozusagen, dann noch ein bisschen was von der Milch. 7 Gramm Fett, 64 Gramm Carbs und 40 Gramm Protein. Kurz zu dem Fett. Fett in Haferflocken, Leute, sind sehr gesunde Fettsäuren, deswegen definitiv top, ja. Protein 40 Gramm, auch absolut okay, das ist eine Top-Menge, und 64 Gramm Carbs ist auch super. Ich finde es von den Nährwerten echt top, Leute, und ein Top-Meal. Ich würde es nur nicht nach dem Training essen, sondern eher das zum Beispiel zum Frühstück, weil ihr einfach komplexe Kohlenhydrate habt, die euch einfach auch für einen längeren Zeitraum Energie geben durch die Haferflocken. Und ich habe noch nie in meinem Leben Haferflocken nach dem Training gegessen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist nichts falsch dran, Leute, es ist ein Top-Meal. Ich würde es nur nicht nach dem Sport machen, sondern eher 2 Stunden vor dem Sport ist das sicher optimal, oder als Frühstück genauso optimal, wie man möchte. Das ist meine Meinung dazu. Und nice.
Das, was mit dem Post-Workout-Meal, ich bin mittlerweile auch ziemlich voll. Ja, es ist jetzt knapp 18 Uhr, die Sonne wird jetzt dann gleich untergehen. Und dann sehen wir uns beim Abendessen und bei der Sache direkt vor dem Schlafen gehen, was er zu sich nimmt. Und auch zu dem Ergebnis, die kompletten Kalorien mit den kompletten Makros und mein finales Fazit dazu. Ich bin sehr gespannt, was am Ende rauskommt an Kalorien und Makros. Ich weiß es selbst noch nicht, aber das sehen wir uns dann gleich an. Die letzte Mahlzeit, Leute. Laut dem Internet isst Conor McGregor am Abend einfach Reis mit Hähnchen und Gemüse. Ich habe jetzt Zucchini, 200 Gramm Chicken und 70 Gramm Reis. Das Ganze natürlich in Olivenöl angebraten. Und dazu ein irisches Bier. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein irisches Bier getrunken. Oh mein Gott. Boah. Sorry, vielleicht an jeden Bier-Spezialisten, der sich jetzt angegriffen fühlt, aber ich finde das richtig eklig. Naja, Mahlzeit. Wir kommen zum Tagesergebnis, zu den Kalorien und Makros von Conor McGregor, aber das heißt überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie stimmt, weil man weiß ja nicht, was für eine Menge er isst. Man weiß auch nicht, ob es wirklich genau seine Ernährung ist, obwohl das bei den Artikeln wirklich meist übereinstimmt, dass er sich so ernährt. Also das habe ich in vielen Artikeln gelesen. Deshalb sagt das jetzt eigentlich recht wenig, aber ich sage jetzt trotzdem mein Fazit zu dem, was hier rauskommt und auch wenn es vielleicht nicht so ist, dass das sein Ergebnis sozusagen ist, ja. Seine Kalorien, 2606 Kalorien, 97 Gramm Fett, 220 Gramm Kohlenhydrate und knapp auch 200 Gramm Protein, Leute. Mein Fazit dazu, Kalorien, es kommt ganz drauf an, Leute, wir alle brauchen eine unterschiedliche Menge an Kalorien und Makros. Die rechnen wir uns alle individuell aus, das kommt drauf an, wie viel wir wiegen, ob wir ein Mann oder eine Frau sind. Auf unser Aktivitätslevel, sprich wie viel wir uns bewegen, was für einen Beruf wir machen etc. Das ist alles immer individuell, das habt ihr auch in unserem Programmen immer drin. Ja, also die Programme auch bei uns sind individuell. Das bedeutet, ihr rechnet euch eure Kalorien und Makros im Programm, da sind Formeln drin, perfekt an euch angepasst aus und dann macht ihr das. Und auch bei einer Diät droppt man nach einer Zeit immer wieder die Kalorien, damit einfach immer weiterhin Fett abgebaut wird. Das bedeutet, auch so ein Tag eines Conor McGregor hat nichts damit zu tun, ob das für euch passt. Jeder von uns muss das individuell ausrechnen. 97 Gramm Fett finde ich nicht optimal. Also ich würde auf jeden Fall, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Leute, weniger Fett zu mir nehmen und dafür mehr Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate der Energieträger Nummer 1 ist. 220 Gramm Carbs, wie gesagt, mehr Carbs, weniger Fett. Und knapp 200 Gramm Protein, wenn man zum Beispiel in einer Diät ist, kann das definitiv vorkommen. In einem Aufbau zum Beispiel ist 200 Gramm Protein auf jeden Fall zu viel. Außer man ist jetzt extrem schwer. Jeder von uns muss das an sich anpassen und individuell ausrechnen. Aber kurz noch zur Ernährung von den Carbs-Quellen. Gemüse war auch, ja, grenzwertig so. Also man hatte jetzt am Ende Zucchini, man hatte ein bisschen Tomaten am Anfang, aber sonst würde ich schon ein bisschen mehr Gemüse einbauen. Obst hatte man ja durch die Beeren eigentlich genug, aber ansonsten war das auf jeden Fall eine super Ernährung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute, nutzt doch mal richtig diese Osteraktion, kommt ins Team, dass wir alle gemeinsam durchziehen. Dieses Jahr wird noch etwas sehr, sehr, sehr Krasses passieren bei uns in der Army und ich hoffe, euch hat es gefallen. Leute, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen nice Kommentar, ob ihr weitere Folgen davon wollt und vor allem, wie ich mich ernähren soll, wie welche Person. Ich freue mich darauf und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.